Herr Hörstel, Sie sind bereits das dritte Mal hier als Redner auf der AZK. Gern gesehener Gast. Was hat Sie bewegt, wiederzukommen? Das ist ein Grund. Ja. Ein gern gesehener Gast ist man gerne. Aber es geht ja doch auch schon um mehr. Es geht ja nicht nur darum, dass man sich politisch nahe steht, sondern es geht auch darum, dass man sich, ich würde mal sagen, weltanschaulich, geistig nahe steht. Und dass jedes Mal ich ein sehr positives Gefühl habe, wenn ich hierher komme, wenn ich auf die Bühne gehe, wenn ich wieder runtergehe, eine sehr angenehme, gute Gemeinschaft von Menschen, die in die richtige Richtung geht. Und da kann ich von mir aus nur sagen, da gehöre ich hin. Kritiker von Ihnen beklagen ja Ihre Kontakte zu Islamisten, worauf sich ja auch zum Teil Kritik an der Außenpolitik der Bundesrepublik dann daran anschließt. Sind Sie Islamversteher? Nein, ich glaube, ich bin sogar ein Islamfan. Und das bin ich als extrem tief verwurzelter Christ. Und ich glaube, dass das gut ist für unser Miteinander auf der Welt, wenn Juden, Christen, Muslime, Buddhisten, Atheisten sich gut verstehen und sich in ihren Werten nicht gegenseitig versuchen zu messen oder herabzumindern oder so etwas. Das ist gut. Und wenn sich jemand darüber ärgert, dass ich mich mit Muslimen gut verstehe, dann tut er mir leid. Ja. Was können wir Ihrer Meinung nach tun, um diesen wachen Geist in der Bevölkerung noch mehr zu stärken, noch mehr in diese wache Situation hineinzukommen? Der Ivo Sasek hat vorhin was ganz Gutes gesagt. Wir schaffen das ja nur als lebendiger Organismus. Aber ich glaube, dass alle etwas aktiver werden müssen, was die Sichtbarkeit auf der Straße angeht. Das wäre tatsächlich wichtig, dass man das Gefühl hat, jawohl, da sind tatsächlich viele Menschen damit beschäftigt. Das wäre ein Weg. Sie machen bereits was ganz Tolles, nämlich Klagemauer TV. Aber eine Methode, die jetzt zu kurz kommt sozusagen, ist die Geschichte, auf die Straße zu gehen und Menschen mitzunehmen. Es geht darum, dass man mit den Menschen auf der Straße ins Gespräch kommt. Wir müssen intensiver persönlich kontakten. Die brauchen das persönliche Beispiel. Mediensache ist eine, persönliches Engagement durch hier stehen auf dem Boden, auf dem wir stehen und Menschen ansprechen, das scheint mir entscheidend zu sein. Jetzt haben Sie meine letzte Frage eigentlich schon gleich mit beantwortet. Die wäre nämlich gewesen, was können Sie denn den übrigen Menschen jetzt einfach empfehlen, außer sich Vorräte anzuschaffen? Aber das habe ich jetzt schon herausgehört, das wäre die Vernetzung. Ist das richtig? Genau, die Vernetzung und das persönliche Engagement ins eigene Umfeld hinein. Viele sagen ja immer das Gleiche. Ich kann mit den Kollegen nicht reden, ich kann mit den Freunden, mit den Bekannten, manche können sogar mit ihrem Ehepartner nicht über diese politischen Themen reden. Und da kann man nur sagen, nicht nachlassen, die gute Laune behalten, nie drücken. Durch Druck auf einen Gesprächspartner erreicht man immer das Gegenteil. Also locker bleiben, freundlich bleiben, auf die schlimmen Ereignisse hinweisen und sagen, hast du vielleicht ein Mittel dagegen? Mir ist also das ein oder andere bewusst. Mach doch mal mit, komm doch mal mit, probier es mal aus. Also dieses Werben muss lockerer werden, muss freundlicher und selbstverständlicher werden. Und auch ohne, dass man sich von Rückschlägen, die es immer gibt, niederdrücken lässt. Auch sehr wichtig. Der Glaube hilft. Ja.